mich also heute dabei zu sein bei diesem Fest zum Laurins Rosengarten, ein neuer Aspekt im Tiroler Märchen- und Sagenfestival. Das erinnert mich natürlich auch an die Anfangszeiten, bei denen ich schon auch dabei war, wie der Steidl-Walter zu mir gekommen ist und gesagt hat, er bräuchte also einen neuen Standort für das Tiroler Sagen- und Märchenfestival. Wir selber brauchen natürlich oben für die Aufführung, wir brauchen da ganz wunderbare Hintergrundkulissen. Also und Kulissenbilder, ganz, ganz starke, beeindruckende Kulissenbilder. Und die haben wir jetzt eben von der Künstlerin Angela Braster jetzt eben zur Verfügung gestellt bekommen, die ja einen eigenen Zyklus gemalt hat, König Laurins Rosengarten. Und diese Kulissenbilder, diese wunderbaren Kulissenbilder, dienen jetzt eigentlich um diese Zauberwelt jetzt eben visuell im Hintergrund darzustellen. Pop- und Rockmärchen König Laurin und sein Rosengarten passt genau zu meinem Künstlerzyklus, mit dem ich mich seit über einem Jahr beschäftigt habe, mit der Sage und mit den Emotionen, die in der Sage vorkommen. Die Bilder sind käuflich zu erwerben, wenn jemand Interesse daran hat, gerne. Grundsätzlich soll der Zyklus beisammen bleiben, also gesamt bleiben. Ja, mit dem Tiroler Sagen- und Märchenfestival verbinde ich sehr viel. Und in erster Linie verbinde ich eigentlich einen Ausstieg. Und Ausstieg im Sinne, dass uns der Walter wirklich ermöglicht, einmal heraus aus dem Alltag gerissen zu werden und hineinzutauchen in der Welt, in die Welt der Märchen und Sagen. Und ich wiederhole mir, es ist also für mich nicht nur eine Sache von Kindern und Jugendlichen, sondern ich als Erwachsener lasse mich ganz gern vom Steidl-Walter verzaubern.